Irgendwas war das doch. Tanzen, singen, bezaubern und posieren war das. Genau, posieren kann ich im Moment nicht. Zu teuer, weil die Greifer zu teuer sind. Mann. Spucken euch raus, dann hole ich mir mal Greifer. Und jetzt kann ich aber trotzdem nicht pausieren. Das ist doof. Habe ich nichts, wo ich statt pausieren kann? Nö, habe ich leider nicht. Doof. Ah, doch. Das, aber das nützt mir nicht viel. Dann lasse ich das draußen, okay, annehmen. Sieht zwar irgendwie äußerst komisch aus, weil ich da irgendwie noch was auf dem Kopf brauche. Das nicht ganz so seltsam aussieht. So. Oh, die anderen gehen. Und nur noch einer bleibt zurück und wartet auf die Eier. Oder passt auf die Eier auf. Wie man sieht, haben sie sich ziemlich gut entwickelt in den letzten Jahrtausenden. Er wartet. Denk schon. Wird wohl nicht kommen. Oh, doch, er ist da. Tada. So, und jetzt glaube ich. Oh, da ist auch nochmal ein neuer. Oder der läuft auch davon. Schade. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden und die Heimat was auszubauen. Das ist das Bezaubern. Diese Musik muss man da auch immer mithören. Und dann muss man ein bisschen ranzoomen. Das ist natürlich Tanzen. Und Posieren ist sowas, wo, was ist so ein Zeugs hochwerfen. So, okay, wir haben alles. Ach ne, ja, genau. Singen kennt jeder. Hey, ich würde gern dich beeindrucken. Das ist Tanzen. Dich muss ich nämlich mitnehmen. So, okay, danke, dass du mich begleitest. Jetzt müssen wir los. Wir können inzwischen schon besser singen, aber nicht so gut beißen. Aber beißen ist auch uninteressant. Weil wir keinen Schaden machen oder weil wir andere Leute nicht angreifen. Außerdem hatte ich mich wirklich getäuscht. Oh, hallo Stampede. So. Das ist natürlich das Gleiche, das ich auch kann. Was gibt's als nächstes? Nochmal dasselbe. So, das dürften wir ja dann auch gleich haben. Das ist ein normaler Stampede, aber der braucht ziemlich viel Beeindruckungskraft. Ein Alpha zu bekehren könnte schwierig werden. Je nachdem, wie viele Leute er als Backup-Leute holt. Ja, das ist das Problem. Ich kriege nämlich nur zwei hin. Nicht ganz einzeln. Ah, damit tun wir natürlich ordentlich auf, weil wir das Singen halt super gut können. Das Problem ist, dass wir so wenig sind. Ich muss das einfach machen mit Singen, probieren, weil ansonsten komme ich da nicht hoch. Es ist doof, weil die zu viel auf einmal da bei mir haben. Dann nehme ich den hier. Weil mit dem anderen, das ist halt das Problem, solange man so wenig Leute hat, da haben die Neutralen immer die besten Karten mit. Oh, die sind einfach bessere Backup. Die sind einfach super Dancer. Also, singen können meine besser, aber er kann deutlich besser tanzen und das ist das Problem. Tanzen und, Mann, mit denen kann ich mich noch nicht anfreunden. Das ist einfach zu schwer. Dafür fehlen mir noch die Fähigkeiten ein bisschen. Kann ich nicht irgendwie, ach, schleichen, springen, sprinten? Ja, wir können so ganz knapp immer. Wir können minimal springen und dann minimal gleiten nochmal. Die Flügel taugen ein bisschen was zum Gleiten, aber wir haben halt kaum Sprungkraft. Und das ist das Problem. Trigor. Okay, bringt im Moment nichts. Wir müssen erstmal schauen, dass wir ein bisschen wieder hochkommen. So, dafür, gibt's hier irgendwas Wichtiges? Oh, Schwindelflügel. Drei, gleiten drei. Rocks. Die kann man ja kaum. Die habe ich eben nicht mal gesehen. So, warum mache ich hier so freundliche Sachen? Alpha Trock. Trock, kann ich euch beeindrucken?
Das Gute am Beeindrucken ist, man braucht immer nur drei Leute. Sind wieder wahnsinnig viele. Wahrscheinlich können die auch... Nö, unsere können einfach nicht tanzen. Das heißt, ich brauche erstmal bessere Füße. Und da, es gibt schon mal das, was für die übernächste Phase wichtiger ist. 25, Moment, die kann ich... 11, die könnten, die haben... Hier sieht man mal, wie gut die sind beim Tanzen. So, ich würde sagen, wir fliegen ein bisschen darüber. Viermal kann man maximal springen. Je besser die Flügel sind, desto besser kann man fliegen. Oh, und wir brauchen eigentlich schon einiges an Waffenpower, aber das kriegen wir, sobald wir ein bisschen mehr DNA haben. So, und wir sind am neuen Nest angekommen. Und das neue Nest wird jetzt erstmal von allen gemeinsam gefeiert. Und erweitert. So. Damit ist jetzt hier deutlich mehr Platz, da können mehr Leute sein, das ist sehr schön. Das dieses Nest bis jetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Ich habe auch nochmal ein bisschen Zeugs gebracht, aber wir brauchen noch ein paar bisschen was, bevor wir machen DNA das nächste machen können. Megalgiraptor, Raptor, sowas in die Richtung. Hey, Alpha LPO. In einem Alpha, oho. Hey, ich würde gern da. Ich finde dich so schön und toll, sagt der eine und der andere sagt, oh ja, natürlich, ich dich auch. Wie die Kleinen aussehen mit den Köpfen. Ich finde, da gehört irgendwas auf den Kopf drauf. Wir brauchen unbedingt ein bisschen bessere Sachen, irgendwie als erstmal Finger, dass wir posieren können. Und dass wir das auch lernen können, zu posieren. Oh, und das sind zwei Eier, stimmt. Alle Partner von einem bleiben nämlich erhalten. Ich könnte natürlich jetzt das Fliegen verbessern, aber ohne bessere Füße bringt einem das nichts. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal Hände. Posieren 1, 1, 1, 2, die hier hätte ich gern. Damit kann man wenigstens ein bisschen posieren. Und dann bräuchte ich ein bisschen bessere Füße theoretisch. Ach, die können noch, habe ich noch keine besseren. Münder gibt es auch keine besseren im Moment. Fliegen kostet zu viel, oder? Wenn ich die runter mache, kann ich mir einmal bessere Flügel kaufen. Und ja, hier gibt es auch noch nichts Besseres. Okay, dann nehmen wir das mal so an. Haben wir ein paar komische Flügel zwischendrin, aber... Das ist schon in Ordnung. Okay. Man sieht, es wird geschlüpft. Und zwar beide gleichzeitig, oder kurz nacheinander, sagen wir es mal so. Dass man immer sich gegenseitig begleitet. Oh, ja, wir müssen posieren lernen. So, und jetzt werden wir aufwachsen, denke ich. Wir wollen den Alpha übrigens mitnehmen. Weil die im Moment, bei dem nochmal für ein bisschen besser sind. Tanzen wir mal ein bisschen. So, und was macht der? 4. Ah, scheiße, das habe ich verkackt. Hey, halt! Tanzen. Ich habe vergessen, dass das Dings posieren war. Das müsste bezaubernd sein. Das ist immer so ein bisschen Kenntnis auch, das man braucht. Und ich habe es halt beim ersten Mal verkackt. So, jetzt haben wir einen Alpha als Begleiter. Und da wir inzwischen jetzt ein paar mehr Leute in der Begleitung haben, ist das alles ein bisschen angenehmer. Immerhin können wir jetzt tanzen und so. Da ist unser Alpha. Weil wir so einen großen Kommentar gegeben haben, weiß der andere schon, wo wir hinwollen. Und läuft dementsprechend schon vor. Wenn ich jetzt selbst was mache, bleibt das stehen oder kommt zurück oder so. Nur bekannte Spezies. Hey, hallo. 2, wir tanzen mal genau gleich, nur wir sind halt 2 Leute statt einem. Die setzen das, was sie haben, immer als Dings an. So, Alpha Arctis, hallo. Dancen, das können wir auch, genauso gut. Oh, sogar besser. Und singen können wir sowieso besser. Das ist immer das coole Singen, das man selbst gut kann. Tanzen können wir auch.
Danke. Und was kommt als nächstes? Nochmal tanzen. Der liebt es zu tanzen. Dance Master 2012. 2012 geht die Welt unter. Hieß es doch irgendwie mal. Ram, und das ist das nächste, was wir noch gekriegt haben. Habe ich nicht gesehen. Doch, Druckball. Schlagen 2, Gesundheit 2. Interessante Kombination. Oh, Fanky. So, Sirenenlied. So, damit können wir den ersten schon mal beeindrucken. So, da hat man keine Chance, wenn man neutral ist. Okay. Dancen, singen können die ja gar nicht. Oh, wir sind aufgestiegen. Wir können jetzt mehr machen. Es ist halt wirklich wichtig, dass man das Sirenenlied auf ein paar Leute nutzt. Wenn es nur... Ja, es gibt so ein paar Tricks, die man hier einsetzen kann für irgendwelche Fähigkeiten, die lange brauchen. Mehr Intelligenz, der nächste Schritt in Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. Dein Rudel ist Platz für 2 Leute. Hey, Alpha Fanky. Jetzt sind sie nicht mehr ganz so feindlich uns gegenüber. So, was machst du? Ja, einer ist gekommen. Das war das, wo wir hier auch gut können. So, singen, das musst du noch ein bisschen üben. Oh, jetzt regnet es, na toll. So. Danke für die Amphibie-Greifs. Und du kriegst auch nochmal gesungen, bitte. Oh, so viele Gegner gleichzeitig. So, das sollten wir mit, dadurch, dass wir das besser können, ein bisschen ausgleichen können. Da geht es halt wirklich darum, wer es besser kann, gewinnt. Also wenn man weniger ist. Entweder man ist mehr Leute oder man kann es besser. Okay, vielen Dank für eure Hilfe. Wir werden jetzt mal ein paar Leute nutzen. Oh, man kriegt übrigens Achievement, wenn man aus 3 verschiedenen Leuten... Spezies, die man nicht selbst... Also die man nicht selbst ist, eine Gruppe baut. Man muss dazu sagen, es gibt Situationen, wo sich das mehr lohnt und wo es sich weniger lohnt. Oh, Alpha Trox, hallo. Ich weiß gar nicht, Trox, wie sieht's eigentlich bei denen aus mit Dings? So. Ich weiß nicht, wie gut diese in dem Singen oder Tanzen. Tanzen können wir halt nicht. Das ist das Problem. Okay. Die sind einfach viel zu heftig. Denn ihr Zeugs ist einfach zu weit entwickelt. Alpha Baluhin. Wie sieht's mit denen aus? Ich hätte gerne Statistik hier in der rechts. Man kann übrigens, glaube ich, wenn man sagt Fernglas, sich das anschauen, was sie können. 4 singen, 3 tanzen und... Boah, nö. Das kann ich vergessen mit denen. Wir müssen erstmal zurück. Wir müssen mal ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben wieder 152 Zeugs. Da kann man bestimmt wieder einiges machen draus. Bessere Fähigkeiten. Weil, boah, das ist heftig. Wenn man sich das anschaut. Man kann es. Manchmal sieht man eine Zusammenfassung, aber das Fernglas ist dann doch am sinnvollsten dafür. Oh, verrottetes Zeugs. So, da ist ein schöner. Ich könnte eigentlich mal was fressen, um zu zeigen, wie das aussieht. Ampf. So sieht es aus. Und der andere holt sich auch was zum Essen. So, ich würde jetzt wirklich gerne zum Nest zurückgehen. Und mal ein bisschen hiervon. Hi, mein Freund. Oho. Dance with somebody. Dance with somebody. Ah, Mann, ich bin zu blöd zum Singen. Dance, dance, dance. Yeah. Und demnächst werde ich meine Schwester abholen können. Juhu. Die Füße sehen irgendwie komisch aus. Ui, ein Ei fliegt durch die Gegend. Abgeschossen. So, ich würde sagen, wir erhöhen mal Posieren auf 4. Und Dancen. Okay, das geht nicht. Dann machen wir das rückgängig. Kann ich irgendwas anderes machen? Das nützt mir rein gar nichts. Das auch nicht.
Gibt es irgendwas, was ich machen kann mit den 27? Nicht wirklich, oder? Bezaubern 3. Kann ich die hier rausnehmen, um Bezaubern zu erhöhen? Nö.